In der Speyerer Straße ist bei uns die Brennerei, wo die Produkte hergestellt werden. Also bei uns kommt das Obst aus dem eigenen Anbau und wir haben verschiedene Steinfrüchte, das heißt die Mirabelle, die Zwetschge, die Kirsche, aber es gibt natürlich auch die Kernobste wie die Apfel, die Williamsbirne, andere Birnensorte. Und was auch eine Spezialität von uns ist, sind die verschiedenen Drescherbrände, aus Italien genannt Grappa. Das ist immer eine Aktion mit der Familie. Die Früchte werden von Hand geendet, werden verlesen. Somit kommt eine gute Qualität zustande und somit auch eine gute Qualität im Produkt später. Herr Hirsch, jetzt zeigen Sie mal bitte Ihre Produkte. Also wir haben hier von den Steinobsten einmal die sehr begehrte Mirabelle, dann die weit verbreitet und von früher schon bekannt, die Zwetschge. Und was sehr kräftig im Aroma ist, ist bei uns die, die Kirsche. Das ist eine spezielle Brennkirsche. Dann haben wir bei uns im Sortiment, was sogar eine Goldmedaille schon mal erhielt vom DLG, ein Dresdnerbrand aus Gewürztraminer. Dann gibt es einen Dresdnerbrand aus Müller-Thurgau. Und neu ab sofort wird ins Sortiment kommen der Dresdnerbrand aus Spätburgunder.